Aktuell hat hier auch ein Highlight im 3,5 Zoll Format ausgestellt. Das sind zwei Mainboards für den Intel Atom Silverton Prozessor. Hier eines, das Modell PAB2738 und hier das Modell PAB2737. Das Modell 2737 ist mit dem ersten Intel PulseBoard Chipsatz ausgestattet und dieses neue Modell ist wirklich sehr exklusiv, denn Portwell hat es schon ausgestellt, obwohl Intel noch nicht den neuen Chipsatz dafür angekündigt hat. Denn hier ist der neue Intel PulseBoard US15WP integriert und dieser spezielle Companion Chip ist für viel höhere Temperaturen ausgelegt. Dieses Board ist also für deutlich schwierige Umgebungen gedacht mit erhöhter Temperatur und sollte die auch problemlos bewältigen können. Und hier sehen wir auch gleich das Live-Demo dazu. Dieses kleine Mainboard wurde in diesem WebScience 3.2.0 Gehäuse integriert. Portwell hat hier das Gehäuse, also diese Hülle, geschlossen und hier eine Lampe integriert, die für Wärme sorgt. Die innere Temperatur beträgt derzeit 70 Grad. Das Gehäuse wird vollkommen passiv gekühlt und wir sehen hier den Passmark Burn-In-Test. Läuft schon seit Stunden problemlos und ohne Probleme.